Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Heroes of Might and Magic 5 Hammers of Fate. Wulfstans Kampagne, die Erweiterung des Spiels, und im letzten Part haben wir Wulfstan hochgelevelt, haben die Grenzen unseres Imperiums gesichert mit einigen Schildwachen. Jetzt habe ich aber schon wieder den Verteidigern, nicht Schildwachen, sondern Verteidigern, also den aufgerüsteten Schildwachen. Und jetzt wollen wir mal gucken, was die nächste Mission so bringt. Die heißt Der Hinterhalt. Also ich denke mal, da wird nicht viel los sein. Während die Hauptstreitmacht der Zwerge Vorbereitungen zur Abwehr der Eindringlinge trifft, unternehmen einige besonders wagemutige Krieger riskante Überfälle auf die rückwärtige Flanke des Feindes. Ihre Aufgabe besteht darin, dem Feind Knüppel zwischen die Beine zu werfen und ihn zu zwingen, immer wieder in die bereits eroberten Gebiete zurückzukehren und so seine Truppen zu zersplittern und jegliche Neugruppierung zu verhindern. Was wir machen ist, wir nehmen die Schwarzbären, weil das sind halt unsere Tanks und die brauchen wir auf jeden Fall. Und die brauchen wir vor allen Dingen, weil wir ja diese Rune des Stürmens haben. Und die Rune des Stürmens brächte uns gegebenenfalls eben den Vorteil, dass wir mit denen sofort bis an gegnerische Fernkämpfer rankommen können. Also nehmen wir die. Was ist denn, Rolger? Rolf, er hat den kleinen André mitgenommen und eure Schildwachen getötet. Dieses stinkende Schwein. Nicht zu glauben, dass er von meinem Blut ist. Habt ihr Befehle? Ja, folgt ihm. Seht, wohin er geht. Ich habe eine Rechnung mit ihm zu begleichen, wenn das hier vorbei ist. Okay, das war eine kurze Cutscene. Ich glaube, ich habe mir noch gerade einen kleinen Happen zu essen und dann bin ich gleich wieder da. Aber zuerst gucken wir nochmal in die Ziele rein. Erobert Asbrand binnen 2 Wochen. Es ist eine Frage der Ehre, die von den Imperialen eingenommene Stadt zu befreien. Außerdem geht Wulfstans Armee langsam der Nachschub aus. Es ist also auch eine Frage des Überlebens. Er muss Asbrand binnen 2 Wochen zurückerobern und er muss natürlich überleben. Davon wird es einige Missionen geben, die auf Zeit sind. Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Nehmen wir mal zurück. So, wir legen mal hier ein Safe Game an. Schauen wir mal ganz kurz ein bisschen nach Süden. Oh nee, Wölfe. Ich hasse Wölfe. Ja, deswegen unter anderem auch. Nee, die Aufstiegen scheiße. Muss jetzt erstmal gucken, wie viele sind das nochmal. Oh, Moralbonus, juhu. Okay, weg sind sie. Okay, weg sind sie. Ich kann eine Verlangsamung drauf machen, dann sind wenigstens meine Fernkämpfer nochmal dran. Nö. Hau doch ab, ey. Hauptsache Astralenergie verschwendet. Astralpunkte oder wie das hier heißt. Oder Mana. Mana heißt es ja hier. Ich bin auch so DSA verseucht. Och nee, jetzt schon wieder Wölfe. Die Aufstellung eben war gut. Jetzt stehen nur die Bären hier, scheiße. Die Teddys. Das ist ja weniger als vorhin. Warum verliere ich denn da mehr Leute? Oder ist es gleich geblieben? Tschüss, Taco. Tschüss, Taco. Abwarten. Abwarten. Ach, wir haben nur 20 Mana, das ist echt wenig. Gut, verkrüppelt. Sehr schön. What? Ist nicht dein Ernst? Du Dödel. Der kann niemals so hoch rennen. Nee. Nein. Nein. Unmöglich.
Er hat nur 2 Felder Bewegungsreichweite. Also ganz verarschen lasse ich mich dann doch nicht. Das ist so lachhaft. Das ist wirklich so lachhaft. Okay, nochmal die gleiche Kiste. Tschüss. Ich habe ja jetzt 20 Mana, dann hebe ich mir die einfach für gleich auf. Die packen wir doch auch so. Forts mal drauf. Eben wenn der so weit läuft, komm. So. Der hatte eben definitiv keinen Bewegungsabzug durch das Verkrüppeln. Das kann doch nicht sein. Ich speichere nochmal. Aber vielleicht wisst ihr ja, warum das so ist. Kann es sein, dass es manchmal nur den Angriffs- und den Verteidigungswert betrifft? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Wie hatte ich die Aufstellung eben? So, ne? Ich glaube... Ja, das Problem ist natürlich, hier kann er sich gut verteidigen, ne? Stell dich mal hier rüber. Weil sonst im Zweifelsfalle gebe ich halt ein bisschen Holz aus. Aber die Hauptsache ist halt, ich kann hier meine Einheiten retten, weil alles andere wäre irgendwie ultra bekackt. Tschüss. Die packe ich auch. Mach mal so. Wie kriege ich hier 2? Na, dann machen wir einen magischen Pfeil oder irgendwie sowas. Eine Steinsplitter halt, komm. Aber Hauptsache, ich krieg sie alle weg. Also, das war doch echt merkwürdig eben. Naja. Gut, geschenkt. Ach ja, Missionen auf Zeit, ich liebe sie. Ey, ich wollte mir eigentlich noch was zu essen holen, ne? Bis gleich. So, wir sind wieder zurück und nachdem eben beinahe mein PC gecrashed ist, suchen wir immer noch die Stadt, die wir einnehmen müssen. Juhu, noch mehr Wölfe. Wiederholen bitte. Vorhin habe ich das so rumgemacht und das hat gut funktioniert. Ich sehe übrigens gerade, das ist nicht ganz so geil, weil die 24 müsste ich packen mit den Berserkern. Aber für reduziert er 3. Da ist das hier besser. Haut's mal drauf. So. Warte mal. Der kam da nicht hin wegen den... Der kam da nicht hin wegen den Bären? Ist nicht dein Ernst. Nein. Wow, es geht ab. Ja, wiederholen bitte. So, nochmal die ganze Chose. Ja, das war meine eigene Blödheit. Ja, und dann attackiert er natürlich die. Ist ja halt endgeil, ne? Ach, Mann, wie ich sowas hasse. Weil sonst greift er nämlich... Oder jetzt kann ich ja mal gerade testen. Wenn ich das jetzt mache... Ja, ne, dann greift er doch die an. Also, und wenn keine da sind, dann greift er eine eigene Einheit an. Naja, okay. Gut, dann weiß ich jetzt wenigstens Bescheid, Scherzelein. Dann greifst du nochmal hier an. So, wahrscheinlich hätte ich gar kein Holz dafür ausgeben müssen, aber ist okay. Man muss ein bisschen haushalten mit den Ressourcen. Das ist immer so, wenn man die Zwerge spielt, aber das liegt halt einfach auch an dieser Sonderfertigkeit. Oh. Nicht so geil. Einer verloren nur. Das ist gar nicht so viel auf den ersten Blick. Mal gucken. Definitiv nicht so. Sondern wirklich dann, wenn schon so, dass wir direkt durchrushen können. I hate you. Machen wir weg. Was? Da ist noch einer übrig geblieben. Fuck. So, weg ist er.
Jetzt kommt das größere Problem. Ich mache nochmal Holz. Und attackiere mal so rum. Er macht mir leider einen weg, ist okay. Komm, hier verkrüppeln. Nee, schade. Okay. Einige von euch haben ja auch gesagt, also jetzt per PM, man könnte auch das Gold wirklich statt dem Bären nehmen, weil in der, ja, flinke Ballista brauchen wir. Auch wenn wir noch keine Ballista haben, aber den brauchen wir für unseren ultimativen Skill. Wir sind ansonsten eigentlich voll. Wir brauchen nur noch Landkunde und Feuermagie brauchen wir noch voll und die Runenmagie. Und dann wären wir eigentlich schon durch. Das ist eigentlich relativ cool. Was bringt mir das Ding nochmal? Formellen gewirkte Feuerzauber entflammen die Feindeinheiten, die bei ihren nächsten drei Zügen noch einmal jeweils 100% des ursprünglichen Schadens erleiden. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist ein cooler Skill. Viele gehen natürlich mit Wolfstarn auf. Da sind nochmal Wölfe. Warte mal kurz. Viele gehen mit Wolfstarn natürlich. Oh, ich habe vergessen, meinen Timer wieder zu starten. Viele gehen mit Wolfstarn auf Lichtmagie. Weil der Wiedererweckungszauber sehr, sehr mächtig ist. Wir haben eigentlich genug Zeit. Ich glaube, wir versuchen es hier mal gerade. Oh, 135 jetzt ohne Quark? Das ist aber bitter. Okay. Ho, 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 ho. Da kann ich aber hoffentlich die Initiative abzwacken. Nö. Kann ich nicht. Dann gucken wir mal, ob es dann dabei bleibt, dass wir jetzt nur diese 6 Schwarzbärenreiter verlieren. Das wäre jetzt nicht das Wildeste. Wenn wir mehr verlieren, dann müsste ich nochmal laden, weil dann das Artefakt, das die bewachen, diese Schuhe, die... Komm hier, verkrüppeln. Nee. Doch, tatsächlich nochmal. Okay, gut. Ja, dann lassen wir es so. Dann ist okay. Dann haben sich die Schwarzbärenreiter für uns halbwegs rentiert. Dann haben wir hier unsere wichtigen Grundeinheiten behalten. Diese Stiefel des freien Weges bedeuten ja, ich nehme jetzt hier übrigens das Gold ausnahmsweise mal mit, weil hochleveln werden wir hier auf jeden Fall. Level Cap ist 16 und wir sind schon bei 13, also von daher, da tut sich nicht so ganz viel für uns. Diese Stiefel des freien Weges reduzieren ja die Abzüge beim Durchqueren von unwegsamem Gelände, aber Wolfstan hat ja schon den Skill, wo man diese 50%, wo man nur noch 50% Abzug hat, wenn man auf unwegsamem Gelände ist. Nö, ist nicht wahr. Todesliche. Fuck. Ja, aber das müsste eigentlich gehen. Und Ribbidi Boing. Ah ne, jetzt kommt er nicht mehr da durch. Ja, okay, gut, ja. I see. Und Wolfstan hat eben schon diesen Skill, dass er nur 50% Abzug bekommt, also 100%, das ist dann nicht mehr so ultra arg viel und dann, ja, braucht er das eigentlich nicht so dringend. Tauscht immer gerade bitte Plätze. Warten. Frage ist, ob er mir die mit den Gespenstern alle platt haut. Ich hoffe aber mal nicht. Oh, fuck you. Mein Feuerball kostet 10, ist nicht dein Ernst. Oh Mann, ich muss laden. Nee. Mm-mm. Nee, so geht es nicht, so geht es nicht, so geht es nicht. Nee. Da habe ich mich vertan. Also ich muss sagen, Hammers of Fate ist tatsächlich eine Kampagne bei Heroes of Might and Magic, die ich nur ein einziges Mal gespielt habe. Ich habe die nicht mehrfach gespielt, wie jetzt beispielsweise die andere Kampagne. Also die Standardkampagne zum Beispiel, die habe ich sehr oft gespielt.
Und wenn der dann komischerweise nur zaubert, dann braucht man den auch gar nicht direkt anzugreifen. So. Dann wären sie jetzt entflammt. Schieß mal auf die. Du machst mal den Weg dicht. Ach, der hat da Schwäche drauf gezaubert. Jetzt verstehe ich ja. Greifen wir direkt mal an. Ja, wir verlieren ein paar. Greif mal an. Wenn er jetzt gleich nochmal Schaden bekommt, weil wir den entflammt haben. Genau, dann stirbt er direkt. Perfekt. Ja, natürlich. Jetzt überlegt er sich es dann doch nochmal anders. Verdammte Scheiße, wie gehen wir denn da jetzt am besten vor? Okay, wir machen es mal gerade so. Ich muss mir jetzt nochmal gerade anschauen, wie viele Verluste wir jetzt insgesamt haben. So. Das sind wie viele Verluste gewesen? 14,7. Das ist schon ganz schön viel. Meisterliche. Stopp. Ich speichere nochmal gerade. Ah, okay. Ich muss den Kampf auf jeden Fall selbst machen. Ja, dann ist ja okay. Auf die. Die Verluste da niedriger, zumindest wenn wir es so machen. Sind sie das wirklich? Ich hoffe, der stirbt jetzt. Ah, ich kann ihn auch attackieren, gut. Dann sind die Verluste nicht ganz so hoch, dann machen wir es lieber so rum. 11-4-1, okay. Das ist natürlich eine fiese Position, um gegen Liche zu kämpfen. Oh, aber, ja, und das ist was, woran ich mich erinnere. Diese Mission hier sieht derbst geil aus. Von der Optik her eine der schönsten Heroes-Missionen auf jeden Fall. Also Heroes of Might and Magic 5. Hier mit diesen Gängen und dem Feuer an der Decke und so und den zwergischen Runen überall. Sehr, sehr geil. Ich höre was. Psst, seid mal leise, ich riech was. Nee, 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 nee.
Das geht auch mit weniger Verlusten. Zack. Ah, ich gehe jetzt mal gerade mit der Geschwindigkeit hoch. Also die Animation habt ihr jetzt schon oft genug gesehen, denke ich. Ich brauche eine Ballista übrigens. Habe ich das schon gesagt? Wahrscheinlich, ne? Schwupps und weg sind sie. So einfach kann das sein. Gut, dann machen wir die auch noch und dann... Ja. Dann komm, das stell die gar nicht auf. Dann habe ich da auch weniger zu tun. Mann, die sind echt wahnsinnig langsam. Fällt mir nur mal gerade so auf. So, weg mit dir. Weg mit dir. Und die Zwerge schließen sich uns dann hoffentlich an. Also, 20 Plänkler. Nice. Keine Garnison drin. Ich lauf mal vor. Ja, lass uns noch mal ganz kurz, ich glaube, das ist gar nicht so schwierig. Ja, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.